So, Leute, da bin ich wieder. Ah, ich habe dieses hässliche Kreuz mal kurz aus dem Leben geboxt. Mich kurz ein bisschen aufgeheilt, weil ich doch relativ am Ende war. Ja, das war jetzt die zweite Kugel, die wir gefunden haben. Hoch in den Wolken. Damit war also dieses Gemälde gemeint. Ich habe es einfach mal angeklickt. Feuerschlangen! Ah! Ich hasse Schlangen! I hate them so much! Egal, greifen wir an. Bams. Bams. Bounce. Boing. Wah, wah, wah. Ja, was wollt ihr hässlichen Gestalten? Bam. Habe ich schon erwähnt, dass die Charaktermodelle und die Gegnergrafik sehr geil inszeniert wurden. Also da muss ich Calvin wirklich loben. Der Entwickler hat sich da wirklich einiges an Mühe kosten lassen und hat das Spiel aber auch wirklich sehr genial hinbekommen. Also ich habe dieses Spiel zwar bis jetzt nur zweimal durchgespielt, aber das ist auch schon sehr lange her. Da war ich noch in der Ausbildung, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Nicht Laser schon wieder! Verpiss dich! Aber ich muss sagen, das ist wirklich eines meiner Favorite Games überhaupt. Man braucht drei Kugeln, ich habe erst nur zwei. Wo war die letzte? In den Feuern der Hölle oder... in den Tiefen der Hölle oder irgendwie sowas. Oh, fickt euch! Das kann ja sonst nicht, das kann ja überall sein. Wo war denn hier besonders viel Feuer? Wie gesagt, dieses Spiel ist einfach, es hat mich von Anfang an bis zum Ende total fasziniert. Sowohl von der Story als auch von der Aufmachung her. Und es ist einfach ein geniales Spiel und es wird immer mein Lieblings-RPG-Maker-Spiel bleiben. Neben anderen Spielen natürlich, die ich auch noch let's playen werde. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber alles mit der Ruhe. Alles mit der Ruhe. So, ja, es war irgendwas mit Feuern der Hölle oder was. Irgendwie was, mir ist das Wort entfallen. Bam, es war die Rede von, Moment. In den tiefsten Tiefen der Unterwelt, in den ewigen Flammen, ist die letzte. In den ewigen Flammen, wo könnte das denn sein? Wo könnte das denn sein? Ha! Oh! War ich vielleicht in diesem Gebiet noch nicht, oder? Also da, wo die Kugel sein soll? Ist die vielleicht irgendwo da unten? Aber inmitten von Flammen, das passt irgendwie nicht. Das passt überhaupt nicht. Hä, wo könnte die letzte Kugel sein, die wir brauchen, um das Tor zu öffnen? Beziehungsweise um die Tür zu öffnen? Im Kamin! Im Kamin! Und das sind die tosenden Flammen der Unterwelt. So Leute, jetzt wisst ihr es. Der Kamin war es. Gut, 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 gut. Aber ich war schon da dran. Sehr schön. Gut. Das heißt, wir haben jetzt alle drei Kugeln und können uns eigentlich zum Obermacker aufmachen, so wie ich das jetzt hier sehe. Also, ich denke mal, dass der optionale... fickt euch. Wow. Meine Güte, die ballern hier auf mich, du. Also ich denke mal, dass dieses Dungeon jetzt erledigt ist. Also wir haben schon einige gute Schätze gefunden, was wir auf jeden Fall gebrauchen können. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was der Oberboss so bewacht. Da bin ich ja ganz heiß drauf. Mein Gott, so viele Türen, ne? So viel. Ah, wo muss ich denn nochmal hin? Wo war ich denn? Hä? War ich da drüben? Da unten war. Ich bin total. Ich verliere gerade total die Orientierung. So, ja, komm, dann explodiert doch, ihr scheiß Dinger. Ach komm, leck mich am. Ah, weg da. Wo war das hier? Lace. Ah, fick dich. Mein Gott. Drecksding. Kann ich mich wenigstens davor heilen? Nein, kann ich nicht. Bin ich geheilt? Ja, gut, geht so. Ja, wir haben drei Kugeln. Mal sehen, was uns hier erwartet. Wo ist denn nun die Schatzkammer? Keine Ahnung. Ich würde sagen, zu deiner Linken. Was zur Hölle? Ihr habt es also auf die Schätze abgesehen. Noch eines von den beschworenen Wesen. Beschworen? Von diesem erbärmlichen Zauberer? Nein, ich lebe hier schon viel länger. Dann hast du ihn also getötet. Ja, er konnte nicht lange in Schach halten. Er konnte mich lange in Schach halten. Als er eines Tages unaufmerksam kam. Was? Unaufmerksam wurde, habe ich ihn getötet. Und nun werde ich mich auch um euch kümmern. Ich hasse Störungen.
Erstmal abwarten, wer sich hier um wen kümmert. Bossteil! Minderwertige Menschen! Ihr macht euren Tod nur schmerzhafter, wenn ihr gegen mich kämpft. Du hast ja ein paar tolle Sprüche drauf. Damit kannst du vielleicht Klerikern Angst machen, aber mir nicht. Genau. Warum eigentlich? Für Erik sind alle Kleriker feige. Auch du? Das habe ich nie gesagt. Es ist sowieso egal, ob Kleriker oder Ritter. Sterben tut ihr alle gleich schnell. Du wirst uns nicht besiegen, du Ausgebot der Unterwelt. Der Schöpfer wird uns im Kampf beistehen. Der Schöpfer wird dafür sorgen, dass du stirbst. Lichtstrahl, mal gucken, ob das was bringt. Speerwurf und Stalaktit. Bam. Bams. Wuhu. Nicht betroffen. Oh, der Feuerball macht aber ganz schön Schaden. Ich werde mal, Oh, machen wir mal Masken? Nee. Zauberabwehr verstärken auf die Daenerys. Speerwurf nochmal und du machst nochmal Stalaktit. Rasende Klinge, dann machst du das auf Vitara. Speerstoß und Stalaktit. Nochmal rasende Klinge. Du machst mal Heilung 2 auf dich. Du nimmst dir mal ein Zauberkraut zu. Nein, ein Zauberkraut zur Brust. Zur Brust. Zu deiner üppigen Brust. Höllenfeuer. Hey, du Ifrit-Nachahmer. Ja, nochmal das. Da werde ich Daenerys mal heilen. Du machst nochmal Speerwurf und du machst nochmal Stalaktit. Bam. Juhu. Bam. Bam. Also ich bin bis jetzt enttäuscht von diesem Gegner. Ich hätte mehr erwartet. Zack. Zack. Boing. Juhu. Ich meine, sein Höllenfeuer ist zwar nervig, aber jetzt werde ich mal Zauberkraut auf dich benutzen. Du machst Zauberkraut auf dich und du machst mal Heilen 2 auf Vitara. Lena ist stumm. Das ist aber schön. Gut, dass ich Bannbrecher gekauft habe. So, du machst nochmal Speerwurf, dann machst du nochmal Stalaktit. Bin mal gespannt, wie viele Hitpoints dieser Gegner hat. Er wird einiges an HP haben. Greif nochmal an, du machst Speerstoß und du machst Stalaktit. Also ich hatte es jedenfalls so in Erinnerung, dass dieser Gegner doch einiges aushält. Oh Gott, gehst du mir auf den Keks. Angriff, Stalaktit, Bounce. Bäh, nein! Baum. Wow, dieser Gegner hat ganz schön Bums drauf. Moment mal, ich kann mal was... ja, Lichtkugel, Feuerkugel... Ja, nee, bringt auch nichts. Donnerkugel. Feuerblitze auf alle Gegner. Na, das ist auch nichts Besonderes. Das ist auch nichts Besonderes. Mein Zauberkraut ist schon wieder fast leer. Einmal für dich... Einmal für dich, du greifst normal an und du machst mal Heilung 2 auf sie. Vitara wurde gelähmt. Ich kotz gleich. Halt negative Zustände, du machst noch Stalaktit. Nein, Lena ist stumm! Du Bastard! Nochmal Bannbrecher, Angriff und Stalaktit. Stirb endlich, du Sau! Du machst jetzt kurieren, du machst nochmal Stalaktit. Bam! Bam! Schade, dass man nicht sehen kann, wie viele Energiepunkte diese Gegner hier haben. Moment mal, was mache ich denn da? Rasende Klinge, Angriff, Angriff und Stalaktit. Die letzte offensive Runde, bam! Bam! Juhu! Stufe 16 alle erreicht. Juhu, juhu, juhu. Jetzt zeig mir deine Schatzkammer, du Bastard. Du hast die Schatzkammer gefunden. Alle Charaktere erhalten 1000 Erfahrungspunkte. Aua. Ich liebe Schatzkammern. 500 Goldmünzen. Heilschriftrolle. Steinbrecher. Smaragdamulett und Silbersense. Uhu. Yay. Steinbrecher ist ein sehr gutes Schwert. Mit Luftattribute. Oh, sehr schön. Wozu ist dieses Amulett? Erhöht Angriff und Geschick. Erhöht Angriff und Geschick. Das werde ich für Erik mal geben und das werde ich ihr mal geben. So, dann habe ich die Heilschriftrolle. Ach, das ist für, ja, für das Menü zum Benutzen. Juhu! Wir haben wieder abgesahnt und ich habe mal wieder einen optionalen Dungeon erledigt. Sehr schön, Leute, sehr schön. Es freut mich, dass ihr dabei zugesehen habt. Normalerweise müssten die Fallen alle deaktiviert sein.
So, wir gehen jetzt hier raus. Na, ihr scheiß Fallen. Pisst euch. Und dann werden wir mal gucken, dass wir mit der Story weitermachen. Also ihr seht schon, dieses Spiel zieht sich schon ganz schön in die Länge. Also es ist schon ein sehr langes Spiel. Und ich finde dieses Spiel einfach nur geil. Ich finde es einfach nur genial. Und mich freut es, dass ihr auch dieses Spiel so genial findet. Und dass ich so viel Resonanz hier finde. Und ich liebe dieses Spiel. Ich will doch gar nicht Schätze überprüfen. Ich möchte speichern und schlafen. So, und genau an dieser Stelle werde ich jetzt auch einen Cut machen und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play, nachdem ich eingekauft habe, das nächste Mal bei Let's Play Eterna.